Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Ich habe mal meinem Handy fleißig aufgenommen und heute ist es soweit, wir geben alles aus, das ganze Stadtgold, verschiedene Accounts. Ich habe das sogar über einen etwas längeren Zeitraum jetzt mal gesammelt. Ich bin einfach mal gespannt, wie weit wir die jeweiligen Clans damit kriegen. Es ist das linke Twix, rechte Twix müsste es eigentlich auch noch sein und natürlich The Return, wo ich dann den Rest beitragen werde. Also ziemlich viel zu tun heute. Ich werde bei den jeweiligen, wenn ich was ausgebe, werde ich das eben unten einblenden. Ja, damit wir halt immer einen Zwischenstand haben, wie viel wir aktuell gerade ausgegeben haben. Wir fangen erst einmal bei, ja, beim linken Twix. Linkes Twix, nicht rechtes Twix, linkes Twix. Wir fangen erstmal langsam an, bauen so ein bisschen was auf. Wie gesagt, habe ich alles am Handy aufgenommen. Deswegen jetzt, ja, das Bildformat etwas anders, weil mein Handy halt kein 16:9 Display hat. Sondern, ich weiß gar nicht, was bauen die denn heutzutage da für Displays ein? 18:9 oder so? Keine Ahnung. Ist halt auf jeden Fall nicht ganz 16:9. Deswegen mir noch einen kleinen Hintergrund reingefuckelt. Was natürlich immer geil ist, wenn du halt den Goldpass hast und hast den Bauarbeiterschub, dass du dann, ja, schneller bist damit und dass du ein bisschen weniger brauchst dafür. Oh, jetzt, da ist es. Aber wieso? Wieso bauen die den Stein? Wieso? Ich verstehe es nicht. Wieso? 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 Wieso bauen sie den Stein aus? Ich raff es nicht. Ich raff es wirklich nicht. 1105 haben wir noch übrig. Nein, ich werde es natürlich nicht in den Stein packen. Ich mache das, wenn ich so ganz wenig übrig habe, mache ich da meistens so kleine Bauarbeiten, so kleine Aufräumarbeiten. Da ist jetzt der Fredrickson-Account und unschwer zu erkennen sind wir bei The Return. Und da ist der Stadtrathaus, was auf Level 7 verbessert werden muss. Logisch, 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 aber das ist natürlich nicht alles. Der Fred, der will auch mithelfen. Der einzige, der kleine Nono, der kleine Angriff nur No, da ist es etwas schwieriger. Da muss ich jetzt übrigens gerade nochmal ganz schnell angreifen, weil wir noch ein bisschen Loot brauchten, damit ich neue Sachen herstellen kann. Ich kann ja hier kein Dunkles benutzen, um Sachen herzustellen. Deswegen mal einmal im Schnelldurchlauf, wie ich das gemacht habe, wie ich mal eben schnell angegriffen habe. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier überhaupt alles geholt habe. Oder das Rathaus müsste ich. Ja, das Rathaus haben wir gekriegt. Ja, der kleine Nono, der ist natürlich auch sehr tapfer und ist immer bei den Clanspielen auch ordentlich mit dabei, aber er kann halt nicht angreifen beim Überfall. Das ist das große Problem. Ah, rechtes Twix. 13.485. Haben die hier auch einen Wald gemacht? Also der Stein, das war schon fast der Return-Niveau, da einfach mal einen Stein zu machen. Wobei ich sagen muss, beim Stadtgipfel da ein oder zwei von diesen Wäldern aufzubauen, ist okay, damit du beim Layout ein bisschen flexibler bist. Da auch der erste Barbar. Warum? Das Ding kostet 50.000. Warum macht man das? Das ist einfach nur Verschwendung. Das ist einfach nur eine ziemliche Verschwendung. Deswegen sollten wir das nicht tun. Deswegen habe ich das jetzt nochmal in die Ruinen reingepackt. Leute, Leute, Leute. Aber ich kann ja nochmal sagen, da wir jetzt ja sowieso noch gesehen haben, das linke und rechte Twix, es war echt ein richtig geiles Community-Projekt. Ich weiß nicht, ob die Leute jetzt noch da drin sind in den Clans alle. Müsste ich mal noch nachgucken. Ja. Es hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Es waren so viele nette Leute da drin. Und auf jeden Fall immer wieder gerne, dass wir sowas machen. Ja, aber wir haben ja noch ein bisschen was auszugeben. 23.500 Stadtgold. Ja, die Medaillen muss ich mal gucken. Die sind ja eigentlich für die eigene Clanburg ist es ganz praktisch. Allerdings, wenn du einen aktiven Clan hast, dann, ja, sollte man die vielleicht lieber beim Händler lassen. Allerdings gibt es beim Händler keinen Bauarbeitertrank. Das ist dann so ein bisschen für mich, zumindest beim Max-Account, der Knackpunkt, weil ich ja nichts brauche. Ja, müsste man mal gucken. Könnte man sich vielleicht Ressourcen holen, die man dann wieder umwandelt. Aber ich meine, ich brauche die Ressourcen sowieso nicht. Jetzt fallen ja auch die Baukosten weg, also die Kosten weg für die Armee, für die Zauber, für die Belagerungsmaschinen. Das ist das Problem, wenn das jetzt als, das ist ja alles weg. Also brauche ich beim Max-Account, ja, brauche ich das nicht mal mehr dafür. Helden sind auch maxed, im Labor ist alles maxed. Ja, und das ist dann halt irgendwann das Problem, dass ich eigentlich nur noch den Bauarbeitertrank bräuchte beim Händler und der ist nicht verfügbar. Das ist jetzt so das Problem. Und hier sammeln wir mal wieder ordentlich ein. Oh, 20.422, aber ich habe nichts zum... Ich habe nichts zum Verbessern. Doch jetzt, die Schatzkammer. Da haben wir nämlich jetzt noch ein bisschen Elex zumindest, was wir noch nehmen können. Und dann haben wir auch noch ein bisschen was zum Ausgeben. Wir sind jetzt mit meinem Fred-Account bei The Return. Mächtige Burgen. Ja, wir gucken mal eben. Armeelager.
Ich habe ja mal gesagt, wenn es geht, Armee zuerst, weil du dann halt beim Angriff viel, viel flexibler bist. Du hast durch die Armeelager hast du mehr Platz. Durch die Truppen, die du machst, du hast viel mehr Möglichkeiten, auf taktische Sachen zu gehen, als wenn du dann wirklich nur ein paar Truppen hast. Und vor allem, wenn die Truppen nicht richtig gelevelt sind, hast du auch ein Problem. Verteidigung. Ja. Vor allem jetzt seit dem Update, die Angriffsmedaillen anhand der Anzahl der Angriffe, von daher ist dann auch in Ordnung, aber du willst natürlich auch Spaß haben und der Spaß kommt natürlich in erster Linie beim Überfall, ja, ganz einfach vom Angriff und nicht von der Verteidigung, deswegen sollte man da auf jeden Fall erst die Offensive machen und dann die Defensive. Und hier, was habe ich da gemacht? Barbarenlager, ja, das Bezirksrathaus, WTF-Red. Finde ich gut. Dadurch, dass ich jetzt hier mal wieder bei WTF-Red auch ein bisschen geguckt habe, was kann ich da machen, was kann ich upgraden und so weiter. Dadurch habe ich den Account jetzt auch mal wieder ein bisschen gespielt. Das freut natürlich auch die Leute im What the Clan, dass da auch mal wieder ein bisschen, ja, zumindest ein ganz kleines bisschen los ist. Hier jetzt Armeelager. Armeelager und Schleichschützenkaserne, ganz wichtig. Schleichschützen sind sowieso richtig stark. Ist meiner Meinung nach eine der stärksten Truppen. Bald kommt ein Video. Tipps und Tricks für jede Truppe in der Clanstadt. Habe ich jetzt schon, glaube ich, 4 Seiten zusammengeschrieben. 4 Seiten mit Tipps und Tricks dazu. Kommt bald. Ja gut, man muss halt zu jeder Truppe Vor- und Nachteile aufschreiben. Ne? Das dauert. Also ich hab jede einzelne Truppe genommen, habe geguckt, was charakterisiert die Truppe zunächst einmal, was hat sie für Stärken, was hat sie für Schwächen, wo setzt du sie am besten ein, wo kannst du sie nicht einsetzen. Einfach mal Schleichschützen jetzt als Beispiel. Logisch, ist natürlich jetzt keine Einheit, die besonders gut tanken kann. Bedeutet, wenn du sie in Kombination mit einer anderen Truppe setzen willst, dann am besten eine Truppe, die dann ein bisschen die Schleichschützen beschützt. Was natürlich ein geiler Zauber ist für die Schleichschützen. Absoluter Wutzauber, damit eskalieren die so richtig. Die sind super schnell, die Schleichschützen. Können sich schnell bewegen, haben dann den erhöhten Schaden mit dem Wutzauber. Sind zwar nicht so lange unsichtbar wie im Nachtdorf, aber sind auf jeden Fall richtig stark. Man muss halt gucken, dass sie nicht in Fallen reinlaufen. Und wenn sie halt sichtbar sind, ja, dann haben sie natürlich ein Problem gegen im Endeffekt jede Verteidigung. Das ist einfach so. Besonders natürlich sowas wie Raketen, Artillerie, mächtiger Bogen. Da sind die sofort kaputt. Aber trotzdem, eine der besten Truppen, muss man sagen. Und deswegen machen wir jetzt hier auf jeden Fall auch die Schleichschützenkaserne. Nicht ganz hoch, aber es läppert sich. Und ich bin am Ende mal wirklich gespannt. Ich weiß es jetzt, stand jetzt nicht, wie viel wir ausgegeben haben. Aber ich werde es auf jeden Fall einblenden. Ich werde das unten drunter immer einblenden oder oben. Dann machen wir oben drüber. Das ist ein bisschen besser sichtbar. Und dann wisst ihr immer zu jedem Zeitpunkt, wie viel haben wir denn gerade ausgegeben. Oh, schon wieder 10.000. Ja. Es läppert sich. Das WTF. Ja, der WTF-Account. Ja. Es ist ganz gut, wenn man immer wieder spielt. Hier habe ich jetzt leider nichts mehr, was ich noch bauen kann. Also ich kann kein Stadtgold mehr produzieren. Aber in Ordnung. Wir haben ja, wie ich das ja gesagt habe, die Schleichschützen. Boah, die ist so teuer. Die Kaserne ist so teuer, aber es lohnt sich. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und bring der Special Fred. Der Special Fred. 10.000. Es ist natürlich immer eine Arbeit, mit den ganzen Accounts dann anzugreifen beim Überfallwochenende, aber es lohnt sich auch, es macht Spaß. Das muss man auf jeden Fall sagen. Es macht auf jeden Fall richtig Spaß und da geht wieder was rein. Und wir haben gleich, haben wir die Hälfte schon? Haben wir schon die Hälfte von der Kaserne. Hier habe ich nochmal 14.000. Auch nicht schlecht. Da übrigens, Schub für Bauarbeiter, das müssen sie auf jeden Fall noch neu machen, damit die Schrift auch in den Knopf da reinpasst oder auf den Button drauf passt. Und jetzt... Nee, da nicht. Aber hier, ja, da ist ordentlich was drin. 44.000 und jetzt sind wir bei fast 60.000. Es fehlt noch einiges, aber okay, das war jetzt alles, was ich hatte an Zeugs. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen, wenn es dir gefallen hat. Lass doch gerne eine Bewertung da, abonniert den Kanal, Glocke aktivieren, Creator-Code MBF. Und dann bis zum nächsten Mal bei einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Fred. Macht's gut, einen schönen Tag noch, lasst krachen. Tschüss.